Hallo Freunde und willkommen zurück zu Zelda Twilight Princess. Im letzten Part haben wir das Geheimnis des Schattenspiegels erfahren. Wir dürfen noch mehr Schattenspiegel suchen und bevor ich hier weitermache, müssen wir auf den Wasserfall achten. Pass auf. Wartet. 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 Fährt er einfach mit dem Boot hoch. Ich glaube auch. Link. So. Wir haben natürlich ein paar Sidequests erledigt, haben jetzt das erste Mal hier runtergesegelt. Haben runtergesegelt. Mein Gott, was ist denn heute los? Wo zur Hölle bin ich eigentlich? Den Abschnitt des Spiels kenne ich gar nicht. Warte mal. Wir haben auch unsere erste Reihe komplett, ne? Ist ja geil. Gibt es hier noch irgendwas? Wo zur Hölle sind wir? Ich kenne die Stelle hier nicht mal. Na gut. Macht nichts. Okay. Oh, jetzt darf ich hier wieder ganz rumschwimmen. Gut, ich würde sagen, können wir uns eigentlich im Wasser porten? Strünschki. Nein, können wir nicht. Oh, na. Ich würde sogar sagen, wir machen gleich die Bootsfahrt da nochmal. So. Falsch. Das ist wieder der Vogel. Nämlich hierhin müssen wir, ne? Genau. So. Werde ich jetzt nur einen Versuch, glaube ich, dran opfern, weil ich habe keinen Bock, das hier mehrmals auszuprobieren. Obwohl, irgendwann muss es ja eh gemacht werden, ne? Oberlauf Zorafluss. Yay. Okay. Da müssen wir hin, ne? Aber irgendwo hier steht die jetzt rum. Keine Ahnung wo. Das Insekt haben wir schon. Ist wieder auf der anderen Seite oder was ist hier los? Wo sind die? Ach so, reingehen. Ich Arsch. Quietsch. Mega lag. Wunderbar. Da, oh, willkommen. Dank dir konnte ich endlich mein Geschäft wieder eröffnen. Ich kann dir zwar noch nichts anbieten, aber mach es ruhig bequem. Natürlich kannst du dir auch einen Boden mieten. Lass es mich einfach wissen, wenn du willst. Natürlich machen wir das. Ist doch geil. So, das machen wir jetzt mal. Da sehen wir schon dieses mega Fass da im Hintergrund. Eine kleine Fahrt auf dem Fluss mit Plan kostet 20 Rubine. Klammern. So, und das wird jetzt echt mega ätzend. Das ist hier die Begleitung. Alles klar, also dann, gute Fahrt. So, jetzt dürfen wir nämlich wieder hier gemütlich langfahren. Wir müssen echt aufpassen, dass wir nirgendwo ranbrettern an Rand. Und dürfen nebenbei noch eine kleine Quest erledigen. Ich bin echt nicht gut für sowas. Ich glaube, ja genau, weil da sehen wir schon diese Dinger da oben, ne? Die dürfen jetzt schön zart schießen. Ich glaube, unser Boot fährt automatisch, wenn wir den Bogen ausgerüstet haben. Daneben. Alter, das Boot fährt automatisch. Ist ja geil. Okay, dann brauche ich ja gar keine Angst haben, wa? Oder ich kann das jetzt so schön mit dem Ding steuern. Halt mit dem Fadenkreuz sozusagen, glaube ich. Das ist cool. Das macht das alles hier sehr viel einfacher. Oh oh. Ich schlitter an den Rand. Ja. So, insgesamt müssen wir, glaube ich, 25 Punkte erreichen, wenn ich mich jetzt nicht irre. Ja, hier schön die Hylia-Brücke. Glaube ich, ist das. Obwohl, nee, kann auch die Alien-Brücke sein. Weil in Hylia sind wir ja noch gar nicht, ne? Oh, jetzt wird's aber hier haarig, Alter. Nein! War dahinter noch einer? Nein. Ey, ist das gecheatet? Ich wusste das damals nicht. Dass das geht. Oh nein! Oh mein Gott, das war knapp. Lol, wo ist denn der jetzt durchgegangen? Habe ich irgendwann vergessen.
glaube nicht. Schnell wieder rum. Oh mein Gott. Nein. Jetzt bin ich doch weggefallen. Scheiße. Okay. Nein. Oh, jetzt bin ich in so eine Dödel-Ecke gefallen. Ich glaube auch. Natürlich. Das ist es wieder hier, ne? Ups, Mann, jetzt bin ich... Oder brauchte ich nur 20 Punkte? Kann auch sein. Alter, okay, jetzt wird's hier auch nicht mehr lustig, du. Auf jeden Fall ist es so einfacher, ne? Das halten wir schon mal fest, wenn Teil, dass ihr das Spiel mal selber spielt. Was kann ich eigentlich? Aua, Mann. Nein. Oh mein Gott. Hier sind noch mal ein paar, du. Könnte sogar reichen. Oh Mann. Come on, ey. Oh. Reicht genau. Oh, geil. Freunde, damit habe ich es geschafft. Beim ersten Versuch. Oh yeah. Ich bin ja so eine coole Sau. Oh oh, nicht, dass ich jetzt hier noch irgendwo gegenfahre. Aber das sollte nicht passieren. Ach ja. So. Gut gemacht. Du hast auf deiner Abfahrt insgesamt 25 Punkte erzielt. Und der Grabber spackt jetzt total ab. Juhu. Herzlichen Glückwunsch. Du bist der Erste, der über 25 Punkte erreicht hat. Und das hier ist der große Hauptgewinn. Maximum-Tasche. Fett. Ja. Und das kann ich euch mal cool erzählen hier. Bitte besuchen uns bald wieder. Dass wir jetzt wirklich all unsere Bombentaschen mal verdoppelt wurden. Das heißt, wir können jetzt in jeder Bombentasche doppelt so viel Rubine tragen. Rubine. Bomben tragen. Wie als wie vorher. Oh. Oh. Geisterseele. Geisterseele. Geisterseele, die hole ich mir. Jetzt bitte, bevor es Nacht wird. Tag wird. Ich kann mich an diesen Abschnitt hier gar nicht mehr erinnern. Ach, es ist so lange her, dass ich das Spiel gespielt habe. Bam. Und Gas. Geil. Okay. So, was machen wir denn jetzt mal? Aber das ist ja echt schon wunderbar abgeschlossen alles. Dann gibt es jetzt gar nicht mehr so viel zu tun. Dann würde ich jetzt echt mal sagen... Ich mache jetzt Aktion Angelteich, wa? Da können wir nämlich noch eine ganze Menge Upgrades kriegen. Wie viele Herzteile fehlen uns noch? 3. Gut, dann warpe ich mich jetzt nochmal da oben hin und betrete mal den Angelteich. Wa? Nämlich hier. Doppelfinster Angelteich und da ist jetzt... Mein Gott, da kam gerade der Schnodder raus. Da ist wirklich die Kacke am Dampfen, weil da können wir ein Herzteil bekommen, da können wir eine Flasche bekommen, da können wir einen Zusatzköder bekommen und wir können, ja, sämtliche Fische fangen natürlich und wir können uns auch nochmal ein Bonusbild machen lassen im Angelteich, wenn wir was Bestimmtes schaffen. Und ich werde wirklich all das hier machen, außer das Bonusbild. Das habe ich noch nie geschafft, das ist so schwer. Weil da müssen wir mit der Ointussi, die da ist, ja, einen bestimmten Fisch angeln. Und ich kann mit der Angel, die man da bekommt, nicht umgehen. Und, das sieht auch gut aus hier. Das und, außerdem ist dieser Fisch auch noch total selten. Weshalb ich es mir erspare. Und es ist auch nicht so 100% relevant, sage ich mal. Aber den Rest möchte ich schon machen. So, da sehen wir schon das Herzteil. Da auf diesem Ding. Und man muss das angeln, habe ich erfahren. Allerdings kann man es ja auch mit dem Greifhaken holen. Also nicht von hier, das ist zu weit weg. Gar nicht mal so. Aber man kann einfach ins Wasser gehen und sich das, ja, herziehen sozusagen. Aber ich möchte es mal machen, wie es vom Spiel vorgesehen ist. Und ich werde, ja, mir das angehen. Und es gibt noch was hier zu finden, genau. Nämlich einen weiteren Zusatzköder. Es gibt zwei Zusatzköder. Und ja, die beiden, den anderen Zusatzköder, den man hier findet, erspare ich mir auch. Der soll nämlich irgendwo hier sein. Da kann man dann, ja, so einen bestimmten Dings angeln. Das habe ich auch nie geschafft. Vielleicht schaffe ich es ja jetzt, ne? Habe ich auch Jahre gebraucht. Da. Hylia-Hecht. Zurzeit soll der Fisch sehr beliebt sein. So, was haben wir denn überhaupt für Fische? Können wir mal reingucken. Wir haben die Grünkieme und den Hylia-Hecht. Einen Fisch bekommen wir noch von der Story her.
Die anderen drei müssen wir wirklich alle hier finden. Na dann mal viel Glück, wa? So, angehe ich erstmal so ein bisschen so, ne? Dann mache ich gleich die Aktion mit der anderen da. Na los. Beiß an. Beiß mal einer an. Na gut, dann nicht. So, dann können wir ja mal... Man kann übrigens auch Müll angeln, ist ganz lustig. Also irgendwie eine Flasche kann man hier... Also nicht eine Flasche, sondern... Irgendwie eine Dose kann man hier fangen. Ganz komisch. Bam, 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 bam. Grünkieme. Hatten wir das schon? Moment, Grünkieme. Wir haben noch nicht den Ordon-Wels, obwohl es den in Ordon gibt. Na dann. Das ist übrigens auch immer Jahreszeiten abhängig. Finden wir ganz lustig. Finde ich ganz lustig. Weil immer, wenn man hier reingeht, ist eine andere Jahreszeit. Hier ist jetzt der Frühling. Das erkennt man in diesen Kirschblüten da. Gibt's da ja in Japan. Wie heißen die denn? Kirschblütenbäume? Ich weiß es nicht. Und es ist ja auch jede Jahreszeit ein anderer Fisch aktiv. Kann ich ja mal so sagen. Deswegen werde ich jetzt, glaube ich, mal im Sommer reingehen. Ich glaube, im Sommer findet man die meisten Fische. Ist ganz lustig. Dann werde ich mir gleich noch schnell die Flasche angeln. Und im nächsten Part, denke ich, werde ich dann noch das Haiherzteil angeln. Und ein bisschen mal, ja, die anderen Fische mir zusammen angeln. Und vielleicht auch das Minispiel machen, auf das ich keine Lust habe. Müssen wir mal gucken, ne? Geht schon alles okay, denke ich. So. Jetzt sehen wir schon hier alles grün, ja, die Bäume. Jetzt scheint hier wohl tiefster Sommer zu sein. Ist doch cool. Und jetzt bin ich auch, glaube ich, an den Bäumen. Da war das am Haus. Ja, hier schön so ein Dings, so ein Dings, so ein Dings, Dings. Damit wir auch schön für die Angel, so ein Dings da haben. Oh, Bienenlarve. Damit wir auch schön angeln können. Habe ich wrong button. Jetzt habe ich gerne Fische vertrieben wahrscheinlich. Guck mal, das ist auch ein schöner Regenbogen, habt ihr gesehen? Ich versuche es mal mit Absicht wirklich an dieser Ecke zu angeln, in der Hoffnung, dass ich vielleicht doch den Köder da mal kriege. Mann! Ach, leck mich doch, ich werde das Ding eh nicht kriegen. Da scheiße ich drauf. So. Bam, bam, bam. Und Link angelt wieder einhändig. Eine Grünkieme. Toll, nur weil ich einen größeren gefangen habe, ist diese epische Musik einspielen. So. Mein Gott. Oh, da waren... Was war das denn? Hab's gesehen? Bam, 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 bam. Und... Scheiß Grünkieme, ich will euch nicht. Aua. Ja, okay. Ich glaube... Oh Mann, ich verwechsel die Steuerung immer hier. Was war das denn? Dat-Steuerung. Was war das denn? Er hat völlig hoch gemacht. Oh Mann, ey. Die Folge ist bald vorbei. Ach komm, egal. Machen wir mal anders. Oder ich glaube, wir können auch manche erst in der auch anders finden. So, ich gehe jetzt schnell da hinten hin, um mir die Flasche zu angeln. Das möchte ich in diesem Part wenigstens noch erreicht haben. Da kommt auch keiner drauf, ey. Ist voll schwer versteckt. Hier sehen wir nur dieses Schild, ja? Säule. So, Enten. Okay, nur das Schild. Haltet die Natur sauber, Müll gehört nicht in den Teich. Und ja, damit wir einmal noch kommen, einfach mal in diesen kleinen Tümpel hier zu angeln. Und vielleicht finden wir ja schon die Flasche. Die ist aber nicht so schwer versteckt wie die Dings. Wie der Sinkköder, so heißt er. Bam, 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 bam. Ich frage mich, wie eine Flasche angeln kann, ist wohl logisch. Oh yeah! Badadadadadada. Gleich die Flasche gekriegt. Ist ja fett, Eier. Okay, können wir gleich nochmal reintauchen, wa? Nochmal rein. Machen. Da sind ganz viele kleine Fische, aber es sind, glaube ich, Grünkiemen, oder? Bam, 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 bam.
Jo. 29. Voll klein. Okay, dann sage ich jetzt nochmal hier so ein bisschen, ne? Wenn es nochmal eine grüne Team ist, dann wechsle ich einfach nochmal die Jahreszeit. Ich weiß echt nicht, in welcher Jahreszeit jeweils welche Fische aktiv sind. Kann auch wohl anvisieren. Hier ist nichts. Gut, machen wir Herbst. Ach ja, ich mag den Angelteich nicht so wirklich. Also es ist eigentlich ganz cool gemacht, finde ich. So zum richtig schön zum Entspannen, aber eben so viel Gedöns zu finden. Das ist echt alles sehr schwer. Wie gesagt, alles was ich kann, mache ich hier. Die Flasche will ich haben, ich will alle Fische haben und ich will das Minispiel gemacht haben. Den zweiten Köder erspare ich mir, weil der sauschwer zu finden ist und glaube ich nur, wenn schon möchte ich da 2 Stunden lang nur rumangeln, bis ich vielleicht mal was finde. Darauf habe ich nicht so wirklich Lust. Ach mein, der Herbst sieht auch schön aus. Zum einen, und das andere, was ich mir erspare, ist das Angeln mit der Alten. Oder mit der Alten halt den Fisch zu fangen. Das Herzteil werde ich natürlich fangen. Einfach weil ich da keinen Bock zu habe. Weil die Angel komisch ist und einfach alles komisch ist. Hier beißt wieder keiner an. Da sehe ich doch einen. Los. Er checkt die Angel nicht. Schön. So, bisher war hier immer mein Glücksgebiet. Also werfen wir es mal einfach hier rein. Ich habe schon gesehen, ich glaube, das ist wieder eine grüne Kieme da, oder? What the fuck? Ja, eine grüne Kieme. Oh, Mann. Ist doch scheiße. Ab. Ja, alles grün Kiemen da. Was ist denn das? Ich will keine grünen Kieme. Kimme. Grün Kimme. Mann. Och, Mann. Ist doch scheiße. Versuche ich nochmal ganz schnell hier. Und dann würde ich sagen, im nächsten Part gehen wir mal der Alten da angeln, um, ja, ne? Das Minispiel mache ich, glaube ich, wann anders. Auf das habe ich überhaupt gar keine Lust. Weil es nämlich sauschwer ist. Hm, die Ente. Süß. Die Enten sehen voll cool aus, fällt mir gerade mal so auf. Richtig schön animiert. Wird wohl auch nichts. Gut, Freunde, dann sehen wir uns hier in der nächsten Folge von Twilight Princess wieder. Ich gehe zur Alten da ins Haus und wir werden mal zusammen angeln gehen, nicht wahr? Also, Freunde, bis zum nächsten Mal. Ciao.